Schönen guten Tag, meine lieben Sportsfreunde auf Maverick TV. Und zwar, ist das hier heiß. Der letzte Spieltag der EM-Qualifikation steht auf dem Programm. Und ich habe drei Partien für euch ausgesucht, die ich euch hiermit empfehlen möchte. Ja? Und zwar ist es Wales gegen Ungarn. Mit der Quote 1,75 sehe ich Wales mit einem Heimsieg vorne. Da geht es um alles. Wales kann sich noch qualifizieren. Die brauchen den Heimsieg. Und Ungarn ist zwar auch noch mit dabei um die EM-Quali-Plätze. Jedoch denke ich, dass sie auswärts einfach zu schwach sind und in Wales in der großbritannischen Atmosphäre nicht bestehen werden und durch eine kämpferische Leistung Wales das Spiel gewinnen wird. Ja? Dann sind wir bei Irland gegen Dänemark und da sind wir auch wieder. Irland auch sehr, sehr schwer zu Hause zu spielen. Die werden fighten und alles geben. Ja? Die brauchen einen Sieg. Das Spiel in Dänemark ist 1:1 ausgegangen. Bedeutet, würde Irland dieses Spiel zu Hause gewinnen, sind sie bei der EM dabei. Jedoch ist Dänemark natürlich das bessere Team. Muss man auch neidlos anerkennen. Es wird trotz allem schwer. Ich denke am Ende 1:1 und Dänemark kommt zu EM. Ja? 1:0 würde mich nicht überraschen, wenn es ein glücklicher Supertag ist für Irland. Ja? Wenn Dänemark siegt, dann wenn Irland aufmacht bei einem mit einem späten Konter. Ja? Ich sage trotz allem 1x, Irland wird zu Hause dieses Spiel nicht verlieren gegen Dänemark. Es wird wahrscheinlich am Ende ein X, aber Irland wird nicht verlieren mit einer 1,65er. Besucht meine Facebook- und meine Instagram-Seite. Meine lieben Sportsfreunde, ihr kennt die Links. Und dann sind wir bei der letzten Partie und das ist Liechtenstein gegen Bosnien. Und ich glaube, bei Bosnien ist die Luft raus. Ne? Man muss schon sagen, die haben jetzt 3:0 gegen Italien verloren. Meiner Meinung nach auf Einzelschein. Liechtenstein Sieg mit einer 35er Quote. Liechtenstein X unentschieden. Ja? Und Handicap 2:0, Handicap 1 und Handicap 2:0 X. Ja? Denn ich denke nicht, dass Bosnien mit mehr als 3. Liechtenstein hat höchstens 0:2 zu Hause verloren in der EM-Quali und die werden nicht mit 3 Toren Differenz zu Hause sich von Bosnien jetzt, wo bei Bosnien die Luft raus ist, die haben ja jetzt auch schon 3:0 gegen Italien verloren, sich einfach abschießen lassen. Ich sage Liechtenstein, da liegt eine kleine Sensation in der Luft, da liegt eine sehr gute Quote in der Luft. Ich habe die drei Partien nochmal ausführlich beschrieben auf meiner Facebook-Seite /Maverick Berlin. Ja? Geht auf meine Facebook-Seite, liest euch nochmal die drei Spiele in einem schönen Fazit von mir durch und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Daumen hoch an alle, die mich lieben. Peace out da und ratatatata macht die Geldziehenmaschine. Yeah!